Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ich finde auch, dass es ein bisschen früh ist, Leute. Ne? Ich könnte auch schon wieder heulen, weil ich das irgendwie ziemlich ulkig finde hier. Ho, ich habe eben noch mit meinem Freund drüber gewitzelt. Auf jeden Fall ist tatsächlich schon der erste Adventskalender gelauncht worden. Und zwar ist es der 6X Germany's Next Topmodel Adventskalender 2022. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Zuallererst mal so ein paar Randfacts vorab. 69,99 kostet das Schätzelein. Hier ist ganz offensichtlich Schmuck drin enthalten und 135 Euro soll der Warenwert sein. Der Adventskalender wurde verkauft und das ist eigentlich der Grund, weswegen das Ganze so früh ist, zum Germany's Next Topmodel Finale 2022. Das war halt Ende Mai irgendwie, ne? Und dementsprechend ist das Ganze echt früh rausgekommen. Ich muss aber gestehen, dass ich glaube, dass der recht schnell auch ausverkauft sein wird. Deswegen habe ich mir gedacht, komm Claudinchen, setz dich hin. Es sind 30 Grad draußen, läuft bei mir. Setze die Mütze auf, zieh dir tatsächlich ein Weihnachtskleid an. Es ist crazy, Leute, nach wie vor. Man kann es nicht anders sagen. Rote Lippen sind selbstverständlich am Start. Und ich gehe einfach meiner Passion nach Adventskalender aufreißen, ne? Ich lieb's. Also ich finde, das ist auch dieses Jahr eine Tradition, die fortgeführt werden sollte. Meiner Meinung nach eigentlich echt nicht so früh, aber was soll der Falschgeiz, ne? denn ich persönlich möchte, keine Ahnung, eigentlich erst so ab Oktober ganz gerne die Adventskalender auspacken. Aber es ist, wie es ist. Es gibt halt so viele auf dem Markt, dass wir tatsächlich hier ja auch immer schon recht früh damit beginnen werden und einfach dann uns auch dieses Jahr wieder auf die Suche nach dem coolsten Adventskalender dieses Jahr begeben. Ja, die 6 Adventskalender haben bislang jetzt nicht so ultimativ genial bei mir abgeschnitten, weil die Qualität von dem Schmuck jetzt nicht so berauschend war. Die lagen bislang aber, wenn ich mich richtig erinnere, auch immer unter 50 Euro, sodass ich gesagt habe, komm, ist jetzt nicht so schlimm. Der kostet jetzt hier knapp 70 Tacken. Das ist natürlich meine Hausnummer. Und der Warenwert soll halt quasi ungefähr doppelt so hoch sein. Ich bin gespannt, was wir hier drin haben werden. Zuallererst vom Design her ist es natürlich überhaupt gar nicht weihnachtlich, aber ja, halt irgendwie auch passend, weil jetzt eigentlich überhaupt nicht Weihnachtszeit ist. Und ich natürlich mir auch hier gerade einen Wolf unter der Mütze abschwitze. Aber Leute, ich mache das gerne für euch, ne? Und ich habe da auch meinen Spaß dran, das wisst ihr ja. Wir haben hier so ein Siegel außen drum zu, das halt symbolisiert, hey, wenn das Siegel noch zu ist, dann hat keiner hier irgendwie Humbug gemacht. Niemand hat einen Adventskalender versucht zu öffnen. Also gönn dir. Beim Umzug habe ich übrigens diese Metallnagelfeile wieder gefunden. Damit werde ich auch dieses Jahr wieder die Kläppchen aufklappen können. Und der sieht ehrlich gesagt echt gut aus. Schau mal, ne? Also das ist der Adventskalender und ja, schön. Bin gespannt. Wir schauen jetzt mal zuallererst in die 1 hinein. Die haben wir hier. Also das sind so Schubladen einfach zum Rausziehen. Und ich stelle den hier neben mich, dann kann ich da besser reingreifen. Ne? Und dann starten wir mit dem ersten Produkt. Okay, das ist ja so eine Haarspange. Ne? Die sind halt in, die sind auch zeitlos. Ich habe hier tatsächlich, weil meine Mütze normalerweise ein bisschen zu groß ist, auch hinten eine Haarspange dran. Und die finde ich auch solide. Die ist jetzt festgeklebt. Hallo. Komm raus! Au! Oh. Ja gut, die Qualität ist so lala. Genau, also von der Optik her mag ich die wirklich gerne leiden. Dann gehe ich jetzt mal weiter zu der Nummer 2. Und da kommen schon direkt, oh, schöne Ohrringe tatsächlich. Und die sehen solide aus. Ist das eine gute Bezeichnung dafür? Also es sind halt silberfarbener Schmuck. So, Ohrringe, ne? Und ich mag das Design auch gerne leiden. Es ist ein weihnachtliches Design. Sie sind rund. Also ich kann da auf jeden Fall gut was mit anfangen. Ne? Für mich definitiv eine Geschichte, die ich tragen würde. Im Winter. Im Sommer vielleicht, wenn ich hardcore drauf bin. Und ja, also auch irgendwie, was das Alter angeht, jetzt nicht irgendwie groß auf irgendwas fixiert. Ne, mag ich gerne leiden, kann ich mich jetzt überhaupt nicht drüber beschweren. Dann geht es selbstverständlich weiter mit der Nummer 3. Und das hier ist, wenn das richtig abgebildet ist, eine Kette. Praktisch übrigens, dass man wirklich diese Schachteln so rausnehmen kann und sie so präsentieren kann. Also für mich jetzt persönlich sehr praktisch, ne? Ich finde, der Silberschmuck, der hier jetzt drin ist, macht auf mich jetzt auf den ersten Blick nicht den allerhochwertigsten Eindruck.
Es scheint auch eine kurze Kette zu sein. Also es ist ja auch hier eine Lady abgebildet oder ein Hals abgebildet. Und die Kette liegt sehr kurz an. Das kann ich auf jeden Fall jetzt auch durch die Kettenglieder, die hier hinten drin sind, ne, bestätigen. Das sieht jetzt nicht so aus, als hätte ich eine ewigkeitenlange Kette hier mit bei. Ich muss aber auch leider sagen, dass die Kettenglieder sehr, sehr, sehr dünn aussehen und dementsprechend halt auch günstig. Das würde ich jetzt nicht unbedingt mir bei einem knapp 70 Euro Adventskalender erhoffen. Aber gut, dann schauen wir jetzt mal weiter zu der Nummer 4. Die haben wir hier und da. Oh, das finde ich süß. Das finde ich süß. Werde ich das tragen? Schwierig. Es ist ein Kettenanhänger und zwar in so einem holographischen Bärchen-Design. Süß, für mich vielleicht ein bisschen zu kindlich, wenn ich das ehrlich so definieren darf. Definieren vor allem, sagen darf, ne? Also ich würde es jetzt nicht als Kettenanhänger tragen. So, jetzt gehen wir zu der Nummer 5. Das ist der Tag vor Nikolaus. Denn auch dieses Jahr möchten wir natürlich einen großen Fokus auf Nikolaus und Heiligabend und die Halbzeit legen, ne? Wir haben hier am Tag vor Nikolaus Ohrringe drin, also schöne Kreolen. Vom Design her finde ich die wirklich schön. Von der Entfernung her finde ich sie auch hübsch. Von näherer Betrachtung muss ich auch wieder sagen, dass man sieht, dass die Qualität des Schmucks jetzt nicht so ganz mega hart krass ist. Ne? Also Fazit mittendrin, ihr kennt das von mir, ist natürlich so, dass man definitiv dieses Germany's Next Topmodel-Gedöns mitbezahlt. Ich glaube aber, dass die schon bei mir bleiben werden, weil eigentlich finde ich die vom Design her ganz schön. Ein bisschen stört es mich, dass das Silber halt sehr hell ist, sehr grell. Dann wirkt das nämlich immer ein bisschen günstiger. Das möchte man natürlich nicht. Jetzt gehe ich weiter zu Nikolaus, zu der Nummer 6. Und das ist natürlich dort, wo 6 draufsteht. Ergibt Sinn. Das ist eine Handykette, ein Handyanhänger. Finde ich interessant. Habe ich tatsächlich noch nie verwendet. Und ich glaube auch an meinem Handy. Wo ist überhaupt mein Handy da? Wäre da überhaupt sowas dran für sowas? Ja, mein Handy ist schon ein paar Mal runtergefallen, ne? Ich glaube nicht. Also ich wüsste gar nicht, wo ich das bei meinem Handy befestigen könnte. Ja. Ja. Also es ist halt ein bisschen länger, ne? Das ist, sieht man hier hinten auch. Also definitiv ist hier ja so festgeklebt mit Tesafilm, dass es einfach optisch hübscher so gestaltet aussieht. Kannst du aber dann wahrscheinlich auch einfach als, nee, als Armkettchen. Das ist halt auch irgendwie zu lang, ne? Tja, ich hätte jetzt nämlich gedacht, das wäre total cool, wenn man das noch irgendwie zweckentfremden könnte. Aber ihr seht, wie lang das ist. Vielleicht als Fußkettchen, ne? Weihnachtliches Design ist das jetzt nicht unbedingt. Ist was Besonderes, deswegen passend zu Nikolaus tatsächlich. Wir haben ja auch wieder so ein Bärchen drin, das spiegelt sich natürlich wieder. Ist süß, aber habe ich persönlich keine Verwendung für. Jetzt gehen wir zu der Nummer 7. Auch hier haben wir Ohrringe drin und die sind so Goldschmuck, in Anführungsstrichen, ne? Ist ja Modeschmuck alles. Und hier haben wir Ying und Yang dran und die werde ich definitiv tragen und behalten, weil die mag ich richtig gerne leiden. Die mag ich sogar noch lieber leiden als die Schneeflocken-Ohrringe. Sowas ist echt ein schönes Design. Das kannst du auch zu allen möglichen Jahreszeiten tragen. Da ist es eigentlich egal, ob es jetzt Weihnachten ist oder ob es Hochsommer ist, ne? Es war auch auf der Homepage angegeben, wie viel von welcher Art und Weise an Schmuckstücken hier drin sein sollte, ne? Das fand ich auch sehr cool. Jetzt gehen wir zu der Nummer 8. Und die Nummer 8 soll machen, dass es kracht. Auch dieses Jahr tatsächlich wieder. Und da haben wir ein sehr, sehr kleines Kästchen. Nur so ein halbes ist das tatsächlich. Und hier müssen wir das Geheimnis selber einmal lüften. Okay, Ohrringe, aber zwei unterschiedliche. Die finde ich hübsch, bei näherer Betrachtung, Qualität eher so lala. Aber mag ich gerne leiden. Einmal ein Stern und ein Halbmond mit so ein bisschen Glitzer mit dabei, ne? Hatte ich letztes Jahr auch in einem anderen Schmuck-Adventskalender drin. Und ich persönlich habe das dann immer an meinem zweiten Ohrloch hier an der Seite getragen, weil ich habe ja asymmetrisch auf der Seite zwei Ohrlöcher, auf der Seite nur ein Ohrloch, weil ich mich hier nicht getraut habe, nach wie vor dann noch ein zweites Ohrloch stechen zu lassen. Und mittlerweile finde ich es irgendwie cool. Dafür werden die jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu groß. Das heißt, die wird man dann auch wirklich hier ein und da eintragen, ne? Ich finde es süß. Was ich übrigens auch gut finde, das hatten wir auch bei 6 Adventskalendern mal ganz anders, dass wir auch in einem Kläppchen dann beide Ohrringe drin haben, ne? Und nicht ein Ohrring an einem Tag und irgendwann später dann nochmal so ein Ohrring.
Über die Nummer 9 möchten wir uns grundsätzlich gerne freuen. Und hier haben wir ein Armkettchen drin. Das heißt, wir könnten dann theoretisch dieses Handykettchen als Fußkettchen nehmen und das hier vielleicht als Armkettchen. Hier haben wir auch ein weihnachtliches Design quasi mit dabei, weil hier auch ein Sternchen mit dran ist. Süß. Schon, ne? Auch hier eher ein kindliches Design, kindliches Format. Auch wieder ein Bärchen mit dran. Ja, ne? Wie gesagt, also nicht ganz so meins. Jetzt gehen wir mal zu der Nummer 10 und dann werden wir mal sehen, was dort geht. Oh mein Gott, das sind ziemlich krasse Ohrringe, die in einem richtig krass weihnachtlichen Design sind. Die muss ich erstmal hier auseinanderfriemeln. Jetzt aber. Und zwar haben wir hier ein paar Ohrringe mit Mond- und Sternendesign. Ist auch noch verdreht gewesen. Und das sind wirklich so Stecker, die aber drei Hängeviecher noch mit dran haben, was ich hübsch finde. Und ich mag die gerne leiden. Ich finde, das ist ein hübsches Design. Sieht natürlich, ne, hier auch wieder nicht ganz so super hochwertig aus, aber ich würde sie definitiv tragen. Ich werde sie auch dieses Jahr tragen. Mag ich gerne leiden. Ne? Mit, also aktuell mit das, was ich irgendwie am coolsten finde. kommen wir nun zuerst in Schnapszahl zu der Nummer 11. Und da haben wir, oh Gott, ja, passend zu diesem, ich mag es nicht wirklich Design, ein Ring, ganz offensichtlich. Praktisch dabei ist natürlich, dass er einen Gummizug drin hat und dementsprechend sich jetzt nicht unbedingt festlegt auf eine gewisse Größe. Aber ich finde, also, nie, nie mag ich nicht gerne leiden. Schade Schokolade. Aber gut, man hätte hier theoretisch dann auch echt so einen roten Faden, der sich durchziehen würde, ne? Quasi durch diese verschiedenen, dass du halt die Handykette hast, du hast das Armband, du hast den Ring, ne? Das passt halt irgendwie zusammen. Die Ohrringe Yin und Yang kannst du dazu theoretisch auch kombinieren und halt auch den Kettenanhänger mit dem Bärchen. Also theoretisch ist es ganz cool gedacht, ne? Jetzt möchte ich gerne mit euch zusammen die Halbzeit auspacken. Und zwar ist das die Nummer 12. Hier haben wir Ohrringe, die ich auch echt gern leiden mag. Auch das sind so Halbkreolen. Oder halt offene Kreolen. Ich mag das auch ehrlich gesagt sehr, sehr gerne leiden, dass die ein bisschen größer sind, weil meine Ohrläppchen sind jetzt echt nicht winzig. Dann brauche ich halt auch welche, die etwas größer sind. Ich weiß noch, meine Oma hatte mir mal Ohrringe geschenkt. Das waren so teure, die hat die auch richtig bei einem Schmuckladen mit mir zusammen gekauft, ne? Aber leider waren meine Ohrläppchen halt leider zu voluminös, leider. Das hier sind jetzt so gedrehte, das andere waren ja so Kügelchen aneinandergereiht und die sind in so einem Goldton und den Goldton mag ich ehrlich gesagt gerne. Das ist ein schöner Goldton. Ne? Da finde ich den Silberton von Six ehrlich gesagt nicht ganz so hochwertig wie den Goldton, optisch gesehen. So, das war die Nummer 12 und jetzt geht es weiter zu der Nummer 13 und hier haben wir eine Kette in Silber. Ach so, da muss ich einmal den Stern einmal drehen, damit wir den auch richtig sehen. Das war ein Reim, das ist ziemlich fein. Und der passt dann zu den Ohrringen, die wir hier auch schon drin hatten. Also zu den Ohrringen mit diesen drei Hängedingern. Ne? Auch das scheint eine kurze Kette zu sein, so ist es hier jedenfalls abgebildet. Und wenn ich mir hier hinten auch angucke, wie lang oder wie viel Kette wir hier noch drin haben, ist es nicht so allzu viel. Das heißt, es wird wirklich eine recht kurze Kette sein. Hier haben wir die Kette und wenn ich mir die jetzt anhalten würde. Okay, wir haben ja auch ein paar Verlängerungen mit dabei. Das finde ich auch nett. Also du kannst sie auf verschiedenen Längen tragen. Und also ich habe jetzt hier meine Haare und die Mütze dran herum. Also das wäre auf jeden Fall, würde mir passen. Ne? Also genau, ich lege mir die aber mal zur Seite. Und dann gehen wir weiter mit der Nummer 14. Die habe ich hier unten. Uff, ja, irgendwie cool, wenn man dazu, ich habe so ein passendes Kleid dazu, ist eher ein Sommerkleid, aber, ne, und wenn ich das in Kombi tragen würde mit diesen Ohrringen, sähe das wahrscheinlich ziemlich cool aus. Die werden auch behalten, ne, weil das ist halt so auch so ein dunkelblau, was ich als Kleid habe. Weiter geht es nun mit der Nummer 15 und die ist recht groß. Oh, ach so, okay, ja, hier haben wir dann unsere zweite Haarspange drin. Yay, ne, also, ja, ja, das ist jetzt halt auch irgendwie passend dazu. Also hier haben wir theoretisch dann halt so ein türkises, mintgrünes Design gehabt oder Farbdesign. Und hier haben wir dann ein violettes Design. Ist auch mal ganz hübsch. Kann man machen. Ne? Jetzt gehen wir weiter zu der Nummer 16. Und wir befinden uns wirklich auch schon so ein bisschen, ja,
auf der Zielgeraden mehr oder weniger. Auch hier haben wir so ein kleines Schublädchen. Ja, achso, ich dachte erst, da wäre nicht so viel drin. Oh, die mag ich gerne leiden. Das sind Stecker in eckig und grün. Das passt halt auch echt schön zu meinen Augen. Und so grüne Stecker, die habe ich so noch nicht bei mir in meiner Schmucksammlung, Schmuck-Repertoire-Geschichte. Finde ich hübsch. Mag ich gerne. Ist in so einer goldfarbenen Einfassung, ne? Beauty. Nummer 19 ist direkt daneben. Da muss man gar nicht lange suchen. Huh, auch das sind Ohrringe, die ich irgendwie interessant finde. Das sind nämlich Stecker, Sterne als Halbkreolen im silberfarbenen Design. Die mache ich gerne leiden. Was meint ihr? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Habe ich jetzt noch nicht so allzu häufig irgendwo gesehen. Klar, auch hier, ne? Die sind halt nicht allzu schwer oder so. Hier hat sich auch ein bisschen was gelöst, aber das ist nicht schlimm. Dadurch ist einfach nur die Verpackung ein bisschen beschädigt, ne? Irgendwie haben die was. Kann ich mir sehr gut zur Winterzeit vorstellen. Ja, wir sind jetzt schon bei der Nummer 20 und hier haben wir auch wieder eine kleine Schublade. Und zwar ist das diese hier. Das ist Hardcore, das sind auch Ohrringe. Ja, muss man drauf stehen, ne? Und da haben wir halt zu dem Kettenanhänger, den wir ja schon drin hatten, die passenden Bärchen-Ohrringe. Wie gesagt, finde ich ganz niedlich, aber ist jetzt nicht unbedingt was für mich. Nee, also ich mag das gerne von der Optik her sehen. Ich kann mir das auch super vorstellen, dass Mädchen sich drüber freuen werden, ne? Dass sie das cool finden und so. Ich sehe mich da nicht mit. Die Nummer 21 ist nämlich genau da drüber gewesen. Auch wieder so ein Schubladendesign. Hier haben wir nochmal so schöne Ohrstecker. Und das sind halt auch so Sterne. Also designtechnisch kann man sich wirklich nicht beschweren, dass hier zu wenig weihnachtlicher Schmuck drin wäre. Das mache ich gerne auch mal bei anderen Adventskalendern, dass ich sage, wäre schön gewesen, wenn da mal Weihnachtsdekokram drin gewesen wäre. Hier hast du halt wirklich ein Sternchen, einen Mond nach dem nächsten, ne? Das finde ich toll. Doch, schon so ein paar zeitlose Sachen dabei. Und schon wieder sind wir beim Fazit. Oh, okay, jetzt kommen wir zur zweiten und letzten Schnapszahl, die Nummer 22. Die habe ich hier und hier haben wir wieder ein Armkettchen drin. Armkettchen werden bei mir sowieso immer weiter wandern, weil ich trage keine Armkettchen. Ich bin halt dafür zu... Weiß ich nicht. Ich bewege meine Hände ständig und dann wird mir das auf den Keks gehen. Und das hier ist jetzt ein Mond hier dran. Auch hier sieht das Armkettchen an sich, also die Kette, recht billomäßig aus. Ne? Da habe ich wirklich schon deutlich hochwertigeres gesehen. Ja, ne? Ist okay. Ist okay. Aber nee. Auf der Fall. So, jetzt kommen wir an den Tag vor Heiligabend. Die Nummer 23. Die haben wir hier und das sind Ohrringe, die nicht bleiben werden. Die sind mir auch zu extravagant. Die sind krass. Ne? Die sind natürlich jetzt passend zu dem Armkettchen, zu dem Ring, zu der Handykette und ja. Aber nee, nee. Also auch hier wieder ein Sternchen mit am Start. Wundervoll, aber halt echt nichts für mich. Also das werde ich nicht tragen. So, jetzt kommen wir hier zu der Nummer 24 sehr wahrscheinlich, denn hier steht keine Zahl drauf. Es ist das letzte Kläppchen bzw. die letzte Tür, die übrig bleibt. Hier steht Germany's Next Topmodel drauf. Ich weiß nicht, ob wir dann alle an Heiligabend Germany's Next Topmodel werden. Wir haben hier auf jeden Fall erstmal was zum Lesen drin. Ho, 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 fröhliche Weihnachten. Jetzt ist die Zeit des Wartens vorbei. Scanne den folgenden QR-Code und gewinne ein exklusives Fotoshooting mit Fotograf Andreas Ortner, bekannt aus Germany's Next Topmodel. Da ist ein QR-Code bei jedem in diesem Adventskalender drin, den du dann scannen kannst und dann kannst du schauen, ob du gewonnen hast. Ich weiß nicht, wie viele da insgesamt verlost worden sind, wie viele Fotoshootings, ne? Ist aber ganz nett. Und hier haben wir eine Kette wieder drin enthalten und da haben wir einen Mond und so ein paar Pärchen mit dabei. Ne? Ja, süß, ne? Ich mag das halt lieber, da bin ich halt ein Monk, wenn das alles immer einheitlich irgendwie ist. Und zwar hätten wir dann auf der einen Seite nämlich diese Kette mit Steinchen quasi und auf der anderen Seite diese Kette mit den Kettengliedern. Und ja, sie hat Glied gesagt und hier unten haben wir dann
den Mond dran, der auch so Glitzersteinchen mit dabei hat, genauso wie die anderen Sachen, die dann ja passend aus dem Schmuckset wären. Auch das ist eine recht kurze Kette, also es sind alles recht kurze Ketten, die wir hier in dem Adventskalender drin haben. Und nun kommen wir auch schon zum Fazit des Ganzen. 69,99 Euro kostet das Teil. 135 Euro wert soll drin enthalten sein. Wenn ich auf den Tisch schaue, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass das Ganze 135 Euro wert ist, also wirklich wert ist, ne? Aber gut, wenn Six das sagt, dann wird das wohl so sein. Und ich habe es ja auch versucht nachzurechnen, mal gucken, auf welchen Preis ich gekommen bin. Ich hätte mir die Sachen für 69,99 nicht gekauft, die ich behalten würde. Jedenfalls nicht in der Qualität. Aber ich freue mich darüber, dass ich mir den Adventskalender geholt habe, weil ich doch einen Großteil der Produkte auch wirklich behalten werde. Und irgendwie finde ich es ganz interessant, weil das Design ist einfach mal ein bisschen was anderes. Ansonsten haben wir sehr moderne Designs mit dabei und wenig Verspieltes. Das ist hier jetzt mal ein bisschen anders gestaltet worden und das finde ich ganz nett irgendwie, weil man merkt halt diesen leicht kindlichen, verspielten Hintergedanken, der mit dabei ist, weil ganz offensichtlich Six sich dann eher an die jugendliche Welt richten möchte und nicht an die erwachsene Welt. Ja, das war es jetzt auch hier von mir und dem Six Adventskalender Unboxing. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mir gerne einen Daumen nach oben da. Es würde mich auch echt deine Meinung interessieren, also schreib die gerne mal unten in die Kommentare rein. Nicht dazu, dass ich dir im Hochsommer einen Adventskalender zeige. Da sind wir uns alle durchaus bewusst, dass wir eigentlich jetzt lieber mit der Plauze in der Sonne liegen und uns das auf den Pelz scheinen lassen, als dass wir jetzt an Weihnachten denken wollen. Ist klar, okay, habe ich verstanden, geht mir ja genauso. Aber wie findet ihr den Adventskalender an sich? Wäre natürlich geil gewesen, wenn er später rausgekommen wäre. Bla, ihr wisst Bescheid. Aber gut, ne? Das war's dann auch hier von mir. Und ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen... Ja, das ist jetzt das erste tatsächlich und das wird auch lange das erste bleiben. Mit den Adventskalender-Unboxings aus 2022. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!